Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück. Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Wir spielen zusammen jetzt weiter. Wir haben hier ausgelockt hier im Photoshop. Gehen also jetzt dementsprechend gemeinsam mit Butters raus, denn wir müssen ja noch diverse Aufgaben erfüllen. Wir haben wichtige Missionen. Der Stab der Wahrheit wurde von den Dunkelelfen entfüllt. Entfüllt? Entführt. Da oben blinkt irgendwas. Aber ich kann es da nicht hinschreiben. Lol, ja, ich hab gefurzt. Okay, wir dürfen über die Straße bestimmen. Jawohl, kein Problem. So, da ist eine Tasche. Die hab ich gesehen. Und eine neue Team Express-Fahne gefunden. Super gut. Alles nehmen. Ja, wir müssen die. Moment. Habe ich das gerade richtig gelesen? Perücken. Oh, Dutt-Perücke. Ich dachte, so eine Adolf-Perücke wäre das. Das wäre ja super gewesen. Die Cartman-Adolf-Perücke. So. Was mit dir hier, guter Mann? Ah, okay. Eben sagt mir nichts. Da ist Trick Bros Coffee. Da ist das Bijou-Kino. Wir gehen natürlich direkt zum, Kino, ja? Da sind Elfen. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Ich möchte bitte. Okay, ich darf nicht. Was are you looking at, pussy? Lol, die haben mich angegriffen, oh, ihr Schweine. Jetzt machen wir euch kaputt, Junge. Alles klar. Konterhaltung, okay. Aua, aua, aua. Okay, ich habe das gerade nicht aufgepasst. Okay. Kein Problem, wir machen das. Ich will jetzt mal das Jiu-Jitsu testen, wie das funktioniert. Klicke schnell mit der linken Maustaste. Okay. Ah, okay, ich habe es gerade aufgelevelt. Okay, alles cool. Dann nehmen wir jetzt noch den hier, der mit seinem Hammer der Gerechtigkeit darauf ballert. Boom. Nein, das musst du nicht. Aua. Das musst du nicht leid tun. Oh nein, ich bin alleine. Kein Problem. Wir probieren jetzt mal den Blitzzauberstab, wie der funktioniert. Ach doch, der macht eigentlich ganz gut Damage. Das passt. Oh, Leute. Ah, das ist voll der gemeine Pfeil. Der trifft doppelt. Und dann so knapp hintereinander. Das ist echt gemein. Okay, kein Problem. Ein starker Schlag. Und weg ist der Bogenschütze. Du kannst nichts, Junge. Du kannst gar nichts. Gar nichts kann er. Okay, alles klar. Sind auch wieder geheilt, glaube ich. Alles nehmen. Wunderbar. Da hängt irgendjemand am Store rum. Okay. Wer ist er denn? Hey, over here. Al Gore, Alter. Hallo, guten Don't Tag. Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Manbear Pig. Schweinbärmann. I know you're scared, but I need help. Aber ist es nicht Mannbärschwein? In the location specified on the Manbear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry. Es ist Al Gore. Manbear Pig is here or not? Mannbärschwein. Das heißt, Schweinebärmann, es ist Mannbärschwein. Übersetzungsfehler. Egal. Shouldn't you be in school? Nein, sollte ich nicht. Sollten wir alle nicht. So, ich muss das nochmal kurz. Al Gore kann alles. Ich habe gar nicht richtig angefangen. Ich spiele einfach und auf einmal sind wir in-game und machen und tun. Voll schlecht eigentlich von mir. Ja, wir spielen South Park weiter. Der Stab der Weisen. Der Wahrheit, Entschuldigung. Wurde ja geklaut von den Elfen. Und wir müssen die drei starken Krieger: Token, Tweak. Und Craig? Ja, und Craig. Zu Rate ziehen und sie dazu bringen, sich unsere Armee anzuschließen. Beziehungsweise sie auf das Schlachtfeld zurückrufen. War kurz gerade ein komisches Bild. Okay, Al Gore. Hallo, mein junger Freund. Hier spreche ich Al Gore. Das bin ich. In dem großen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. What the fuck? Einfach nur. Quest. Was wollen wir denn für ihn machen überhaupt? Bringe einen elektrischen Transformator an. Ja, Band. Ja, ach, das. Wetter an. Das kann alles nix. Das kann alles nix. So, hier, wir müssen die drei Kollegen rekrutieren. Das ist wichtig. Guck mal hier.
Warum kann ich denn da nicht rankommen? Komm da nicht ran. Scheiße. Egal. Wir gehen mal in das Tweak Bro Coffee. In den Kaffeeshop von Tweaks Eltern. Und da hoffe ich, dass wir dort Tweak finden. Denn wir brauchen seine Hilfe. Im Kampf gegen die dunklen Elfen. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. Hello, it's good luck. Local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak! Have you picked up the fresh local ingredients? I'm not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Alter Vater, Tweak ist mal wieder voll drauf. Das ist super. So, ihr habt Spaß? Müssen wir vielleicht mit seinem Vater reden, dass Tweak rauskommt? Hallo. Hello there. If you're looking for Tweak, he's in the back room, unattended. Ganz unaufsichtlich. Like a pristine meadow, known only to the wild horses that graze. Would you like to try some coffee? It's fresh, like a sun-dappled cornfield, ready for harvest. Ja, einheimisch übrigens. Ja bitte. Ich hätte gern Kaffee. Ach so. Machttrank. Heiltrank. Ja bitte. Und ein kleinen Gesundheitstrank nochmal. So, dankeschön. Ich gehe weiter und rede mal mit der Mutter von Tweak. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Auf jeden Fall. Kindern sollte man definitiv Kaffee geben. Was ist das hier? Jawohl! Geheimnis entdeckt. Gestreifter Strohhalm. 2 Stück. Jawohl! Mülleimer kann nix, okay. Employers only. Tweak. Jawohl! Alter, was geht denn hier ab? Was ist denn für eine krasse Maschine? Das ist ja voll krank. How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Starbucks has like 8 employees. Here it's just me. Oh Gott, ist der wieder durch. Tweak. Tweak, Junge. Mach mal Feuerball. So. What's this? Now? The guys need me now? Well, there's no way, man. There's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, Alter. Could you go get the Rockbox delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you... It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay, ich muss... Need more coffee. Heißer Kaffee. Ich muss, zu Kennys Haus also, okay. Die Frage ist, wie ich da hinkomme. Ich gucke mir das noch alles so ganz in Ruhe an. Ich hab ja Zeit. Tempotrank. Und einen Löffel. Und einen Tränensäcke? What the fuck? Okay. Kann ich hier hoch? Ja, da ist doch ein Geheimversteck. Da ist ein Geheimversteck, du. Objekt benötigt Tweak-Schlüssel zum Öffnen. Okay, hab ich nicht. Alter Vater, guckt euch den mal an, wie der drauf ist. Das ist ja der helle Wahnsinn, wa? Der ist ja super drauf, der Gute. Okay, wir müssen zu Kennys Haus. Die Frage ist, wo wohnt Kenny? Ja, Schweinebärmann. Ah, da ist Kennys Haus. Dann könnte ich ja eigentlich... Theoretisch könnte ich ja dann... den Timmy-Express benutzen. Timmy, da ist schon wieder Al Gore. Hallo Al Gore. Come back when all the sensors are in place. Okay, Excelsior! Alles klar. Excelsior! Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich. Jawohl, ab ins Kino, Junge. Assets of Fire 2. Geiler Film. Definitiv. Ach du Scheiße. Coming this summer, it's the classic film that changed America. E.T. the Extraterrestrial, the new redone version for 2002. All the E.T. effects have been digitally upgraded. All the guns have been digitally changed to walkie-talkies. Be quiet. And the word terrorist has been changed to hippie. Jawohl, ich kann die Dinger machen. 3D-Brille. Terrence and Philip. Adam Sandler shits in your eyes, ears and mouth. It's Adam Sandler in... Ow! Rated R for pirates. F*** you. Fuck. Da kann ich nicht rein. Ah, warte mal. Ich muss da hoch. It's the motion picture that changed America. Nein, nicht da lang. Saving Private Ryan, the re-release, where the word Nazi has been changed to personal political differences, and all the guns have been replaced by walkie-talkies. Nicht mehr durch, alle. So. Und. Jawohl, bin ich ein Genie. 80er Jahre Action-Held-Perücke. 80er Jahre Action-Sonnenbrille. Wiederbelebungstrank, Machttrank. Action-Held-Abzeichen. Okay. Phil Collins-Oscar. Ja, psch, hier, psch, dich selber.
problem Warte, lass mich mal durch. He's about to become a carrot. I'm a carrot. It's 24-carat comedy. That's why. What the fucking hell geht in diesem scheiß Kino ab, Alter? Das kann doch echt nicht wahr sein. Das Spiel ist super. So, da sind schon wieder Elfen. Alles klar, Elfen, kommt ran hier. Fresse, ich bin super mega. Nein, wir nicht. Erstmal den kaputt machen. So, leck die Sau. Was das? Ich brauch deinen Donner. Weg, die Sau. Schon wieder hat das Butter voll getroffen. Sehr gut. So, wir spielen mal das hier. So, mit dem Bogen. Und Powerstoß. Und die Hälfte weg. Butters. Wir nehmen dann bitte einmal Butters Hammer. Und los geht's. Zu früh. Ich komme mit Butters nicht so klar. Okay, habe ich feldmäßig noch ein bisschen abgewehrt, glaube ich. Kein Problem. Machen wir einfach nochmal. Und drei Pfeile. Da ist er weg. Da kann er nix, der böse Bogenschütz. So, zersplitterter Pfeil, Geld, alte Baseballhandschuh. Was haben wir hier noch? Terrence Actionfigur, Spielzeug Truck, okay. Wieder ein paar EP. Seht ihr, das hat auch alles hier gute Seiten, denn es gibt mehr EP. So, ich muss zum Timmy Express. Sir Timmy's Fast Travel. Ich müsste bitte hier unten hin. Dankeschön. Brennende Pfeile, ja. Oh, ich bin, warte mal, wenn ich gerade schon hier bei dir bin. Scott Malkinson. Kaufen. Kram. Kann ich nämlich den ganzen Kram verkaufen. Verkaufen. Und die Okama. Dann, glaube ich, alles ganz getrost verkaufen und die Kasse ordentlich klingeln lassen, wie ihr bestimmt gerade hört. Das ist ein wundervolles Klingeln. Ich denke daran, wie viel Geld ich damit einnehme. Oh mein Gott, es geht auch gleich ein Abzeichen von Butters drauf. Es ist ein wunderschönes Geräusch. Guckt euch das an, wie viel Geld ich mache. Ich klicke mittlerweile schon richtig schnell. Dadurch wird natürlich auch das Klingeln viel, viel schneller. Und dann irgendwann ist es vorbei. Und ich habe $48. Ich bin reich, Junge. Wartet mal. Ja, ja. Service und so. Zurück. Waffen aufsetzen. Nee. Waffen selbst. Level 3 Hammer des Noobs, Alter. What the fuck? Einfach nur. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht geiler gewesen ist. Hier steht anscheinend immer nur, ob besser oder schlechter ist. Okay, ich verstehe. Leute, was ist das denn alles, Alter? Also teilweise sind die ja richtig Feuerschwert. Boah, ich will das Feuerschwert haben. Teilweise sind die ja richtig krass drauf, die Dinger machen. Nein! Schließen. Das wollte ich nicht. So. Nee, ich wollte auch nicht hier rein. Ich will hier raus. Ach, ich musste durch das Haus von Dings, wa? Mrs. Cartman, hallo. So, ich gehe hier mal kurz durch. So, alles schon durchsucht. Und raus. Sehr schön. So. Jetzt gucken wir nochmal. Wir müssen zu Kennys Haus. Wegen der Quest zu den Waffen. Alles klar, los geht's. Aua, aua! Stirb! Warum sterben die nicht? Ich muss doch da lang. Hä? Oder muss ich von oben lang? Leute, ich glaube, ich muss von da lang. Von dem Platz. Oh nein! Okay, ich gehe jetzt aber nicht über Cartmans Haus. Ich laufe nochmal. Oder habe ich irgendwas hier in der Nähe, was ich da machen kann? Das Craigs Haus. Dann gehen wir mal zu... Ne, wir machen erst Tweak. Wir machen jetzt einer nach dem anderen. Erst Tweak, dann Craig und so weiter und so weiter. Los geht's. Wir rennen einmal hier hin. Wir nehmen... Oder nehmen wir... Ja, komm, wir nehmen doch Timmy's Express. Was soll's? Was kostet schon die Welt, liebe Freunde? So. So. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Jawohl. Der Basketballplatz. Jawohl. Was geht ab mit euch? Hey, Leute. What the fuck? Okay. Hühnerknochen. Geflügelknochen. Was auch immer.
Da kann ich nicht rein. Da kann ich auch nicht rein. Okay. Kann ich jetzt Snacks? Ein paar Sachen kaufen, aber brauche ich nicht. Habe ich erstmal noch ziemlich gut eigentlich, glaube ich. Kann ich auch nicht ansprechen. Oh, wer ist er denn? Hallo? Come play, Fillmore! You're it! Wir müssen jetzt die Kinder suchen. Versteckspiel. Ich finde die versteckten Kinder. Wartet mal. Quest. Versteckspiel. Suche in der Stadt nach den... Ach so, in der ganzen Stadt. Ach du Scheiße, nee, da habe ich keinen Bock. Guckt mal, wer da oben ist. Jawohl, Junge. I am the Pirate King. Ike ist der Pirate King. Und da ist eine Dings versteckt. Eine was auch immer. Ihr wisst schon. Okay. Mehr scheint hier echt gar nicht zu sein. Ike! Oh mein Gott, Ike! Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach unten, okay. Wir gehen nach unten. Ey, da ist ein Typ, der macht einen Schneemann. Was geht, Junge? Francis, Junge! Was hat er gesagt? Jawohl. Deine Genialität! Ich hab ihn besiegt, Junge. Ich hab ihn kaputt gemacht. Broslowski? Ah, hier ist Kals Haus. Auf jeden Fall ist Kals Dad. What's up, man? Welcome to the neighborhood. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Definitiv. Wenn ich jemanden verklagen möchte, ich komme zuerst zu dir. Zwei neue Freunde. Liebes Tagebuch. Oh Gott, Alter, guck dich mal die ganzen Schreibfehler an. Liebes Tagebuch. Heute habe ich einen neuen Freund gefunden. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Alter, Bob Brady ist echt krass drauf. Muss man einfach mal so sagen. Der ist gut drauf. Wir gehen jetzt aber noch nicht. Oh, da oben ist auch ein Papagei. Hier sind überall schön Pokémon, aber ich kann... Oh, was ist denn hier? Ich hab's gesehen. Fellkatze! Schnapp sie an! Oh, Alter, hier sind schon Bierflaschen. Ja, definitiv. Sagst du, ich komme zu Kals Familie oder was? Zu Kennys Familie. Auf jeden Fall, was ist das hier? Ist ein bisschen Müll. Kennys Haus. Kennys Garage. Was ist das hier? McCormick's Garage. Das ist okay, ich kann das nicht. Also, ich muss zu Kenny selbst. Zack. Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. McCormick's, das nette Gasthaus. Moment. Das nette Gasthaus? Das Garagentütchen oder was ist das? Alter, fuck! These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Ja, must be a secret potion. Ist bestimmt eine Heilpotion. Auf jeden Fall. Ach du. Ach. That's not the usual kid that picks up the package. Scheiße. Huh? Oh shit. No. Oh fuck. Ich bin kein Cop, Mann. Nein, wieder nicht. Auf keinen Fall. Als erstes kriegt der Junk da hinten eins aufs Gesicht. Ja, du hast gesprochen. Und David Schleuder. Bam, in die Eier. Okay, wir brauchen. Are you gonna arrest me or what? Brauchen die beiden. Feel my righteous fury. Jawohl! Beide gut durchgesammelt. Abgewehrt. Achtung! Yeah. Achtung! Butters! Abwehren, Butters! Die tun so weh! Und zwar allesamt. Was soll ich tun? Wir müssen den da hinten erstmal ausschalten. Eins, zwei, drei. Multimega-Power-Hauer. Können wir das nochmal einsetzen? Dann können wir nicht. Okay. Einmal einen Trank, bitte. Schluck, Butters! Jawohl. Und jetzt gibt's den Hammer. Oh. Eins. Police Brutality. Das war auch eigentlich viel zu. Für Police Brutality kannst du gar nicht. Aua, aua, aua. Was geht mit ihr, Alter? Du olle Schlampe, war ich schwör's dir bei Gott. Jetzt kriegst du richtig eingezwirbelt. Ja, wie schmeckt dir das? Kann ja wohl nicht wahr sein.
Yeah, heiliger Bonusschaden. Aua. 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 Das hat weh, Junge. Dann kriegt sein mit dem Stab. Ja, Angriff verringert. Klappschild, sagst du. Alles klar. Und du kriegst auch noch einen mit dem Hammer. Achtung! Oh, das war, glaube ich, zu spät. Scheiße. Aua. Kein Problem. Dann gibt es ja einen mit dem Bogen. Weg ist er. Wir haben die Penner besiegt. Das kann man nicht wahr sein. Kommt das so Penner an, Alter. Wie geil ist das denn bitte schon wieder? Ja, guck dir mal an, wie sie alle liegen. Bündel, zerfetzt, Plastik, haben es Kleingeld. Es erinnert mich direkt an die Folge mit den ganzen Pennern. Kleingeld. Oh, benutzte Spritze. What the fuck? Kleingeld. 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 So, vor allem, was denn jetzt? Erklär mir das mal viel lieber. Ah, sehr gut. Was ist das? Tüte mit... Ach, du Scheiße. Ah. Tüte mit Crystal Meth. Auf jeden Fall. Triggerhemd. Ausrüstung. Aua! Okay, alles gut. Hab ich abgedreht. So, wartet mal. Trägerhemd. Ist das gut, das Trägerhemd? Stapel Käsebällchen heilt jede Runde 5 Gesundheit. Oder du leistest 10% weniger Schaden, wenn du blutest. Wie sieht das aus? Anlegen. Alter, sehen wir aus wie der letzte Penner, oder was? Sehen wir aus wie der letzte Penner, oder was? Jawohl, sehen wir aus wie der letzte Penner. So. Wir haben die Lieferung abgeschlossen. Das heißt, wir können direkt zurück zu Craig eigentlich. Aber wir müssen ja da oben hin. Laufen wir? Ja, komm, wir laufen. Im günstigsten Fall... Nein, Timmy, wir brauchen dich nicht. Timmy! Im günstigsten Fall treffen wir noch ein, zwei böse Recken, die sich als Elfen darstellen. Und dann sind wir wenigstens noch ein bisschen... Noch ein bisschen mobiler. Das ist doch eigentlich ganz okay, glaube ich. So, hier, los, flitzen. Flitze, flitze, flitze. Alter, wir sehen aus wie der letzte Penner, war mit dem Helm und mit dem Bart allgemein. Ey, wir sehen echt aus wie der letzte Depp. Krasser Scheiß. So, Achtung, über die Straße bitte. Dankeschön, jetzt bin ich bestimmt wieder im Kino. Zwei trottelige Elfen. Nein! Aber da ist Al Gore, der beste Präsident der Welt. Oh nee, der war gar nicht Präsident, der war ja... Oh, ich bin vorbeigelaufen. Entschuldigung. Free Wi-Fi übrigens. So, zurück zu Tweak. Das Spiel ist super. Das ist echt oberste Sahne. So. Nein, wir geben doch bei Tweak. Sorry, I've already got friends. I already got friends. Ach, wir müssen hier, Entschuldigung. So, wir geben bei Tweak das Zeug noch ab, das Crystal Meth. Hey, dann war's das. Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here. Nein. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded. Like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend. Made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. Einheimische Zutaten, einheimische Diener. Da ist Crystal Meth drin, Alter. Wie gut ist das bitte? Oh, wir haben einen 12-Freunde-Vorteil. Und Tweaks Schlüssel. Awesome. Okay. Alles klar. Liebe Freunde, wir haben den Kaffee mit Crystal Meth versehen. Und ich bedanke mich dann an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge war, ja, nicht lang, aber ausreichend lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. 15 Uhr. Let's Play South Park. Der Stab der Wahrheit. Mit Medium Nichols. Haut rein, Leute. Schaut mal bei anderen Projekten wieder. Wir sehen uns dann. Haut rein. Tschüss.